Oh, eine Razzi. Ja. Welches grausame Vieh. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, ein Raptor, wie gefährlich. Ey, die nopp ich doch um. Und wie man da im Hintergrund gerade kurz sehen konnte, wir haben einen sehr, sehr schönen Sternenhimmel mit sehr vielen Sternschnuppen. Wenn ich mir davon alles was wünschen würde, würde ich bestimmt jetzt nicht hier sitzen oder im Wald rumlaufen. Du sitzt hier also nicht gerne. Also ich meine jetzt hier im Spiel. Aha. Schau mal darüber. Die kleinen Raubtiere nennt man Yagi. Also es gibt eben, das sind eben Raptoren. Wenn deine Gesundheit abnimmt, nicht lange abwarten, heil dich mit einem Kraut. Aber zack, greif nicht um jeden Preis an. Das überlebst du vielleicht nicht. Vergiss nicht, dass du auch ausweichen kannst. Wir brauchen 30 Rohstoffpunkte, um das Lager wieder in Ordnung zu bringen. Wir zählen auf dich, Jäger. So, und jetzt muss ich mich, glaube ich, mal kurz beeilen, weil die sind ziemlich pfiffig und schnell. Na, pfiffig und da ich die in unsere Monsterliste aufnehmen will und wir sofort schon Leben abgezogen bekommen und ich im Moment ja, völlig... komm, sonst lass mich das machen. Okay. Halt, komm her. Ja, ja. So. Oh, du bist gut. So, jetzt haben wir eben uns ein... Ja, du musst B drücken, ne? So. Dann töte die, bevor die wachsen, vielleicht. Wachsen die? Das war jetzt... naja. Ich will das jetzt nicht weiter erwähnen, weil... Also, wir wollen... Da kann ich irgendwann später nochmal drauf eingehen. Ja, ich glaube auch schon ziemlich bald. Ja, wenn wir erstmal diesen ganzen Einleitungskram hinter uns gebracht haben. Beziehe mich ausnehmen. Ach, was will man damit denn? Rüstung machen, keine Ahnung. Ja. Oder nee, wir behalten einfach die und bessern die dann auf. Oder so. Wir machen nee, ich denke, ich weiß nicht, ob wir uns die... Ja komm, dann nehme ich sie aus. Dir zuliebe. Jetzt haben wir eben einen Vogel-Wiebern-Reis hinbekommen. Der ist, glaube ich, auch gut zum Kombinieren von, von Munition. So, Schützenzeug, was wir aber nicht brauchen. Da, weil wir... Ich verstehe auch gar nicht, wie man offline Schütze spielen kann. Also, ich meine, ich bin erstens schlecht im Schützen sein, aber das Monster geht doch eigentlich nur auf dich drauf, wenn du als Schütze spielst. Ja, das also, ist... online verstehe ich das ja noch, aber offline. Oh, jetzt ist das über die Klinge gesprungen, dummes Minion. Ey, du hast schon längst genug, ne? Ich weiß. Aber daneben! Da... Ja, passiert schon mal, sorry. Wieder daneben. Boah, ich hasse Minions. Kackteile. Manchmal, ich hab's schon oft, dass die mich gerettet haben von einem Angriff. Ja, dann schubsen die einen weg. Und wie wir gerade sehen, ich hab noch nicht mal ein halbes Leben teil. Und das wäre, glaube ich, ziemlich peinlich, wenn ich jetzt schon sofort schon bei Minions sterben gehe. Ja, komm, mit der Rüstung, aber egal. So, wir haben längst genug. Ja, wir haben schon mehr, als wir eigentlich brauchen. Ich glaube, die respawnen auch. Ich glaube es auch. Mal gucken wo, dann stellen wir uns nämlich das nächste Mal an den Spawnpoint. Ich weiß wo, da in einem Loch sollten die eigentlich. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt die Spawn-Nachfuhr. Wahrscheinlich kommen die Erwachsenen von den kleinen Typen hier nicht mehr nach. Mit. Ach, da ist ja noch eins. Ich glaube, das ist aber gerade erst gekommen, oder? Ja. Oh nein, es ruft seinen Kompis. Oh Gott. So, und da wir jetzt schon mehr als genug haben. So, jetzt aber mal ab und da kommt schon wieder eins. Aber jetzt lass es in Ruhe, ey. Okay. Ich hab keinen Bock mehr auf die Viecher. Genau, ich auch nicht. Also stecke ich jetzt meine Waffe weg und laufe ganz schnell wieder zurück in Gebiet 7. Ich hoffe, ich nehme den richtigen Weg. Eigentlich ist der andere ein bisschen kürzer, glaube ich. Aber ist egal. Ich laufe eben gerne hier durch die Gegend. Sinnlos durch die Gegend laufen ist bei Monster Hunter immer gut. Vor allem, weil man bei den normalen Quests immer nur eine... Warte, drück mal gerade Minus. Oh, jetzt habe ich Plus gedrückt und habe ein Monster getreten. Nee, okay, kannst B drücken. Ich dachte, diese Option zurück zum Dorf wäre schon freischaltbar. Und ach so, dann, da gibt's noch. Ist ja cool. Ja, dann kann man das schneller machen. Aber ist jetzt leider nicht der Fall. So, und ich hoffe, dass... Ja, dein Part, ne? Und hast du die Rohstoffe gesammelt? Es sind nur 30 Punkte. Das ist auch für einen unerfahrenen Jäger einfach. Ich will dich nicht hetzen. Du kannst im Dorf und im Wald... Was? Du kannst vom Dorf in den Wald wieder zurückgehen, wann immer du möchtest. Ein Jagdbericht stellt sicher, dass die von dir gesammelten Rohstoffe sofort in den
in den Läden des Dorfes landen. Also vergiss nicht, viele Rohstoffe zu sammeln. Niemals. Und da sieht man jetzt eben die epische, den epischen Mond. Ich mag dieses Gebiet total. Ohne Mondgesicht, was ich für traurig finde. Oh. Und da sieht man eben den wunderschönen Sternenhimmel mit Wolken. Aber wir wollen vorankommen. Wir wollen hier weiterkommen. Das heißt, laufen wir eigentlich wieder ins Dorf und... Ja, Zeit. Ja, wir könnten jetzt theoretisch Schnitt schon machen. Ich würde sagen, wir geben noch gerade die Rohstoffe ab und dann... Okay. Also wir zeigen euch jetzt noch gerade, wie wir gefeiert werden wegen 30 Rohstoffpunkten. Wir werden nicht gefeiert. Wir halten das für selbstverständlich. So, jetzt fragt ihr uns eben, ob wir alles haben. Warte, erst Jagdbericht, weil sonst kriegst du die Punkte gar nicht. Oh, das ist ja regelmäßig. Ah, cool, jetzt kriegen wir hier Sachen. 40 Pheromone ist später gut für die Farm. Almosenreis dann ist zum Verkaufen. Jetzt eigentlich ein Krummerreis dann und ein schöner Pelz. Kann man tauschen, später kann man auch noch Sachen tauschen. So, und jetzt eben Dörfler bitten. So. Haben wir jetzt 58, haben wir, und wir brauchen nur 30. Also, damit beenden wir jetzt die Anforderungen der Gilde. Und ja. So, ich glaube aber als nächstes will noch jemand anders was, und zwar der, der Pilz ist einfach weg. So. Ja, da vorne der Handwerker. Bleib einfach stehen und ich würde sagen, kannst noch mal winken oder was weiß ich. Genau. Also wir werden das dann mit in den nächsten Part reinnehmen. Wir hoffen, es hat euch bis jetzt gefallen, dass ihr auch unsere nächsten Parts noch guckt und auch wenn es jetzt so Intro ist und das eigentlich immer ganz langweilig ist. Ich verspreche euch so ab Part 15 hoffe ich, dass wir vielleicht sogar früher, weil ich finde, wir kommen eigentlich recht gut voran. Also dann wink nochmal und dann würde ich sagen, hoffentlich bis zum nächsten Part. Mach's gut. Tschüss.